16. November. Margareta von Schottland. Margareta wurde im Jahr 1046 in Reszka bei Nadaszd in Ungarn geboren. Ihre Mutter war nämlich eine ungarische Prinzessin, die mit einem Sohn des englischen Königs Edmund II. 989 bis 1016 verheiratet war. Erst 1057 kam Margareta in ihr Vaterland nach England. Der Vater starb noch im selben Jahr. Margareta lebte nun am Hof ihres Großonkels, des heiligen Eduard, 1004 bis 1066. Eduard der Bekenner war von 1042 bis 1066 König von England. Als es nach seinem Tod zu Streitigkeiten um die Erbfolge kam, wollte die inzwischen 20-jährige Hofdame Margareta nach Ungarn zurückkehren. Bedingt durch einen Sturm landete ihr Schiff aber an der Küste von Schottland. König Malcolm III., 1030 bis 1093 von Schottland, verliebte sich in Margareta und heiratet sie 1069. Im Jahr darauf wurde Margareta zur Königin gekrönt. Aus der glücklichen Ehe gingen 8 Kinder hervor. Auf Initiative von Margareta engagierte sich das Königspaar im kirchlichen Leben Schottlands. Einige Prozesse der Christianisierung waren noch nicht abgeschlossen. Margareta förderte besonders das klösterliche Schulwesen und das kirchliche Sozial- und Krankenwesen. In der Armenspeisung wurde die Königin Jahr für Jahr persönlich tätig. König Malcolm III. Fiel am 12. November 1093 im Kampf gegen den englischen König Wilhelm II. Rufus, 1056 bis 1100. Margareta starb nur 4 Tage später, am 16. November 1093, nach langer, schwerer Krankheit. Das Königspaar wurde in der Abteikirche Dunfermline beigesetzt. Margareta wurde um 1250 selig gesprochen. Nach der Reformation in Schottland erfolgte 1693 ihre Heiligsprechung. Heilige Ausnahme. Die Schriftstellerin Dorothee Sölle schreibt in einem Gedicht, dass der Glaubende ein Mensch sei, der gelernt haben muss, Ich zu sagen. Das muss bewusst und ohne Überheblichkeit, furchtlos, aufrecht und nicht angepasst geschehen. Wenn dieses Ich dann allen zur Verfügung steht, spiegelt es das menschliche Ich des Jesus von Nazareth wider. Christen, die sich so mit ihren Gaben einbringen, hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie fallen in der Menge, selbst in der Kirche, auf, weil sie leider die Ausnahmen sind. Die heilige Margareta von Schottland war, Gott sei Dank, eine solche Ausnahme. Und was ist mit dir?